Herzlich willkommen, ich bin Josi, unabhängige Sensi-Beraterin, und heute geht es in die letzte Endphase von den Bars, wo ich noch nie gerochen habe, besser gesagt in den Testern, die ich ausgeliehen habe, bekommen habe von meinem Timmy. Und seid gespannt, es wird jetzt auch das Highlight von den Sachen preisgegeben. Ich habe es schon im ersten Teil gespoilert, aber auch heute ist es soweit. Und ihr seht wieder, ich war wieder dekorativ tätig, also heute mal der Sensi-Bar als Heizschmuck, wenn er nicht mehr so intensiv ist oder auch gar nicht mehr duftet. Also unten in der Videobeschreibung findest du alle Links, alle Kontaktmöglichkeiten zu mir, und ich würde sagen, wir starten weiter und tun in den letzten Showdown gehen. Flo Schildred war, glaube ich, mal ein Bringback-Bar. Ich weiß es nicht. Also ich bin von denen ausgegangen, die, wo ich noch nicht zu Hause hatte und auch nicht mehr im Katalog, den letztes Jahr, seit ich angefangen war. Also, Flo Children. Ich denke mal, das Flower Schildert. Ein blumiger Duft. Ist auch ein blumiger, sanfter Duft. Eine leise Fräse rieche ich aus. Mir würde da jetzt zum Beispiel noch eine Rose passen. Und wie gesagt, ich habe keine Duftbeschreibung von den Düften. Also es ist ein leichter Duft für mich. Ein leichter, schöner, angenehmer Duft von Blumen. Ich denke mal, Fräse ist mit drin. Ein Hauch von Tulpe. Also ein ganz leichter Duft. Optimal für Frühling. Oder langsam so Februar, März rum, wenn langsam wieder alles erwacht. Dann gehen wir, ich weiß nicht, ob der drinne war oder nicht. Bei manchen bin ich mir da wirklich ganz, ganz unsicher, und dann sage ich es euch auch. Das bin ich bei Corsi Freedies. Ein Zimtduft kommt mir sofort entgegen. Aber auch ein blumiges hinten dran. Aber ich nehme dominant den. Oder fruchtig. Moment, ich hab's gleich. Doch kein blumig. Weihnachtlich, zimtig. Da ist irgendwas drin, was ich jetzt wieder nicht zuordnen werde. Den Granatapfel, Cranberries in die Richtung. Haben wir Weihnachten sehr viele Düfte gehabt? Nee. Okay, wir sind ja auch noch nicht in der Zeit, Weihnachtsdüfte zu düften, aber es kommt bei die Zeit. Kommen die winterlichen, herbstlichen Düfte. Da können wir auch gespannt sein, was ab 1.8. gibt. Aber ich kann noch nichts spoilern. Ich werde auch nichts spoilern. Ich werde nur ein crazy Video demnächst hochladen, wo ich Weihnachts-, Herbst-, Winterdüfte, die ich mir gerne wieder zurückwünsche in den Katalog, oder wo ich hoffe, die kommen wieder in den Katalog. Könnt ihr auch gespannt sein, was da so auftaucht bei mir. Und jetzt nehmen wir gleich den nächsten, und ich lese schon Cinnamon. Da weiß ich ja gleich, dass es Zimt ist, und Cora and Cinnamon. Ich bin gespannt. Ein Zimt. Aber der süßliche Zimt, es gibt ja mehrere Zimtarten, der ist aber angenehmischer Zimt. Aber der riecht für mich, wir haben ja auch einen im Sortiment, einen Zimtduft, der erinnert mich an Grießbrei. Grießbrei mit Zimt und Zucker. Es ist ein süßlicher Zimt, leckerer Zimt, aber da ist irgendwas noch drin, hölzernes, denke ich mal. Oh, der ist lecker, das erinnert aber ein bisschen Kuchenteig. Der kommt an Spice Cake dran, aber ihr wisst, ich mag den nicht, Spice Cake. Aber der ist sanfter, der riecht wie Lebkuchen mehr. Mehr die Lebkuchenart und den Zimt. Also Coral and Cinema kann ich mir vorstellen, im Winter zu düfteln. Sollte er zurückkommen, mal, wir wissen ja nie, was wieder reinkommt. Ja, einer von der Wahl. Mit dem Zimt.
Welten. Jetzt kommen wir mal in die. Den kenne ich selber, weil ich den auch. Den hatten wir mal oder ist aktuell noch im Katalog. Nicht fest jetzt. Ich habe nur durchgeguckt. Sagt mir was, sagt mir nichts. Melted Oasis ist ein frischer Duft. Und das ist jetzt mal zu den kräftigen Düften, wo wir hatten. Eine Erholung für die Nase. Der ist Bombe. Ein frischer Ozeanduft. Bisschen mineralisch. Was steht mal unter mineralisch? Mineralische Sachen. Und ist wirklich geil. Wirklich ein geiler Duft, was ich. Der passt richtig auch ins Badezimmer. So Meeresbrise finde ich ihn. Ein sehr, sehr schöner Duft. Wenn ihr den seht, ob in der Schatztruhe oder den aktuell gibt, den kann ich wirklich empfehlen. Der ist bombig zum Probieren, wenn man sagt, man müsste einen Duft im Bad haben. Meine Empfehlung persönlich. Snowberry, glaube ich, ist ein Weihnachtsduft, der letztes Jahr im Katalog war. Wie immer, ich bin immer unsicher, weil ich habe wirklich nur durchgeguckt. Oh, der kommt mir bekannt vor. Den habe ich, den habe ich, den habe ich nicht. Das weiß ich nicht. Und dann habe ich gepackt. Und das ist Snowberry. Ein bäriger, winterlicher Duft. Mit, wie heißen die kleinen Bären? Gucci-Bären nicht. Noch eine kleine Beere, eine rote Beere. Nicht Gucci-Beere. Ich komme nicht drauf. Aber ein sehr angenehm, bäriger, bisschen kälterer Duft, finde ich. Also ein bisschen herber für den Winter geeignet. Aber ich bin ein Mensch, der im Winter auch fruchtige, frische, helle Düfte mag. Also ich auch nicht so die schweren Düfte inzwischen. Kann sich auch wieder in der Jahreszeit ändern. Ihr kennt selber, mal macht man das Parfüm, mal macht das so Parfüm. Dann mag man das überhaupt nicht mehr, dann mag man es wieder. Das ist so auch bei Sensi-Düften. Es kommt und gehen wieder welche und dann kommen wieder welche da und wieder zurück. Da freut man sich und dann merkt man doch, er ist nichts mehr für einen, weil man sich ja auch als Mensch verändert. Jetzt kommen wir zu den letzten dreien, habe ich. Jetzt kommt Homestead Hollow. Homesteaded Holiday ist ein dunkler Wachs jetzt, aber ich gehe von den Wachsfarben nicht aus. Können sich immer mal ändern. Das ist männlicher Duschgel. Ich würde mehr Deo-Richtung sagen. Aber hat auch was Zimtiges. Auch ein ganz angenehmer Duft. Ich denke, der ist in der Winterzeit, wenn man in so einer Berghütte ist, so ein bisschen so frisch gebackene Kekse, also, aber so ein bisschen Männlichkeit des Hölzernen ist drin. Auch Sandelholz, denke ich mal. Sandelholz ist das. Nicht Zimt, Sandelholz. Auch ein sehr schön angenehmer Duft. Jetzt habe ich noch zwei. Einmal, weil ich gespoilert habe. Einen alten Wiese früher Wandtester und den hier. Ich werde aber diesen hier nehmen. Ich will euch noch ein bisschen auf die Folter spannen, dass ihr weiterschaut. Bella. Ich weiß nicht, welcher Disney-Film das ist oder welche Figur. Ich weiß es nicht. Irgendwann nach ein paar Jahren, man kennt es ja früher, man alle Disney-Filme so wie Ariel. Chip und Chap. Pocahontas, was fällt mir noch ein? König der Löwen. Toy Story, hat man ja früher gesüchtet. Wenn man einen Videoplayer hatte daheim, entschuldigen, dass mein Stuhl der knarrt, Videoplayer hatte, Videorekorder, Player, oh, naja, und sagt ja, zu viel ist ja nicht mehr. Wir haben Englisch, Deutsch. Englisch? Englisch? Ihr wisst schon. Und, da hat man die ja gesüchtet, dann war man ganz Ende, da hat man gewartet. Ja, man darf den noch mal gucken und dann saß man davor.
Wann bist du fertig? Wann bist du fertig? Und Arla, die habe ich früher auch gesüchtet. Bella, Entitled Rose. Entitled Rose. Boah. Boah, da kommen gleich Erinnerungen. Blumig. Der Duft. Fräse falschen Duft. Es erinnert mich an Parfüm. Ein Parfüm oder Duschgel. Sofort. Und eine Handseife. Entschuldigung, wegen dem Wort Handseife. Ein seifiger Duft, aber auch von. Der kommt mir bekannt vor. Ist ein bisschen seifig, parfümig, Fräschen, falschen Duft und eine und Rose. Das war eine in den edleren Hotels, Restaurants, fein ausgesprochen. Oder auch gute Gaststätten hatten so ein paar, eine Seife. Oder Pension, wo man gut essen konnte. Geil. Ich darf das Wort nicht sagen. Es können ja auch Kinder zuschauen. Bella Enchanted Rose. Geiler Hammer. Der ist mal Hammer. Wenn der wiederkommt, Belle, Be, mir sagt das nichts. Wenn einer von euch das Video bis hier geguckt, Bella Enchanted Rose. Wenn einer weiß, welcher Film gemeint ist, schreibt's mir. Bitte. Ich will das wissen. Welcher Duft das ist, welcher Film das ist, dass ich es zuordnen kann. Ich kann da nichts zuordnen. Also, ihr seid so lieb. Und jetzt kommen wir wirklich zu dem Highlight, wo ich euch gesagt habe, so sahen früher mal Tester aus. Ich muss aber sagen, ich finde ihn ekler. Ekler als das. Und ich, was ich noch positiv dran nehme, man hat eine größere Fläche, wo man auch die Nase drüber halten kann. Also wirklich größer. Ich kenne den Duft nicht und das war vor meiner Zeit und ich habe den auch nicht bei Bring Back My Pharma gelesen oder ich habe ihn gelesen, ich weiß es nicht. Accentually in Love. Ich denke mal, das war, ist ein fruchtiger, blumiger Duft. Also ich halte es jetzt weiter weg erstmal. Ihr seht, ich mache ihn auf. Ich zeige ihn euch einmal in die Kamera. Blumig. Oh, ist der Hammer. Blumig, aber ein bisschen fruchtige Note. Lilie ist dabei. Lecker. Ich kann den nicht beschreiben. Er ist blumig, aber mit Wumms in dem Moment, wo ich rieche. Hat so eine leichte fruchtige Note mit drin. Ich denke mal Passionsfrucht, sowas in der Art. Oder auch Melone kann auch sein. Wir haben ja verschiedene Melonen an. Der ist... Also, ich habe jetzt schon zwei Favoriten in diesem Video. Ich habe mehrere, aber jetzt so hintereinander, wenn ich jetzt mal so im Kopf durchgehe, welcher Duft mir jetzt am persönlichsten überrascht hat. Das war dieser hier. Auf alle Fälle, also jetzt so ein Ding. Und der Bella Enchanted Rose. Der ist, ich weiß nicht, was für ein Film der ist von Disney. Ich will das wissen. Also, wenn einer weiß, welcher Film da gemeint sein kann, schreibt es mir auf alle Fälle in die Kommentare. Und ich hoffe, euch hat die Videoreihe gefallen. Es war eine kleine Reihe, aber es hat Spaß gemacht mir. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und wenn ihr Fragen habt, fragt mich ruhig. Also, ich freue mich auf euch. Ich würde sagen, macht's gut, eure Josi.